Was geht jetzt? Okay. Ah. Sind wir am Damm? Sind wir am Damm? Wunderbares Wetter. Nee, nicht wunderbar. Das muss es sein. Wir fahren rüber. Alles klar. Rechts runter, am besten. Links runter? Also ich sehe da unten Müllbeutel. Hui. Irgendwann wird das schief gehen und ich lande auf einem Haufen rostiger Messer. Ganz sicher. Ja. Servi, bist du da? Rostige Messer. Ja, alles klar bei dir? Ich habe es heil an die Statue. Oberfläche geschafft. Rechts von dir. Hör zu. Die Antenne braucht Saft vom Umspannwerk. Und dafür brauchst du die Schlüsselkarte. Schlüsselkarte ist verstanden. Wo finde ich sie? Such in den Containern danach. Sie sollte in einem von ihnen sein. Container. Danach suchen? Die Karte ist also vielleicht noch nicht mal da? Nein, sie ist schon dort. Ich weiß das, weil der Letzte, der etwas Ähnliches vorhatte, es bis zu den Containern schaffte, bevor rechts ist auch eine Kiste zum Knacken. Ja. Machst du die? Ja. Alles klar. Irrer Säbel. Wow. Lass nach der Zugangskarte gucken. Ja. Wow, ich habe wieder so einen Gentleman-Coil bekommen. Hier ist noch eine weiße Kiste. Weiße Kisten sind die besten. Gentleman-Keule. Du bist ein richtiger Gentleman. Und Hochleistungsmachete. Das klingt geil. Sogar in Gold. Oh, Korruptiermachete. Bei dir auch in Gold? Si, senor. Si, si, bin ich nicht geil? So, Mädels, jetzt wird's feucht. Jetzt wird's. Ich sag doch, wir sind am Damm. Hier kommt man auch noch rein. Warte. Yes. Lass mich raten. Jetzt oh, noch eine weiße Kiste. Easy going. Wir müssen langsam irgendwas verticken. Wo ist denn hier der G-Spot? Gib mir den G-Spot. Da ist er. Also das Ambiente ist schon cool irgendwie. Ambiente? Wenn du rauskommst, der Sturm wütet. Mit dem Gold, ach verdammt. Ich hätte gerne so ein tödliches Kurzschwert in Gold drin. Nicht in Blau. Dann hältst du mich... Der einzige Unterschied an den Waffen ist eigentlich nur, dass du die goldenen 5-mal reparieren kannst, die lilanen nur 4-mal. Und ich glaube, die halten sich auch länger. Ja, die halten sich länger. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. Den Schaden her... Ich sag mal hallo zu dem da vorne. Ja, dann sag mal, guten Abend. Ich trete mal den Schädel ein. Ja. So wie sie das für gute Nachbarn gehört. Der ist tot. Bringen sie den Unhold um. Willst du den Wettkampf machen? Nee. Okay. Aber du willst ihn umbringen. Okay, ich hab leicht, warte. Jetzt ran! Fick ihn! Aua. Reichweite ist der Hammer. Ja, jetzt ist es voll behindert. Sind die alle tot im Busch? Ich sehe die nicht. Soll ich dich heilen? Geht nicht. Das trifft mich gar nicht. Oh, weil er leckt. Er hat gerade zwei miteinander ausgeholt. Jetzt kannst du mich heilen. Wo bist du denn? Na, da bleib mal stehen. Ich sehe dich kommen. So. Kannst du mich heilen? Nee, oder? Heilen. Warte, warte, warte. Nee. Jetzt kannst du mich heilen. Ich bin ein heißer Junge. Ja. Alles klar. Ich habe noch 17 Medipacks und ich kann bestimmt wieder 60 herstellen. Also doppelt so viele, weil man stellt immer zwei her. Oben ist ein Spucker. Ich mach den Weg oben, Karl. Warte mal kurz. So, Bomben für euch. Vorsicht. Da liegt so ein Bombending. Da. Die leben noch. Alles klar.
Danke. Oh, da hinten ist ein Explosionsviech. Boah, der gesessen. Okay. Suchen Sie den Container danach. Ich weiß, die zucken da noch. So, aber hier im Container schön. Muss irgendwas drin sein. Entweder hier. Oh, der ist zu, alles klar. Schön. Hier vielleicht. Klebeband. Hier irgendwo ein Schlüssel. Nö. Hier ist wieder Müll. Unten geht nicht. Müll. Elektronisches Bauteil. Liegen hier irgendwo Schlüssel? Super. Fehlanzeige. Ach, du bist schon unten drin, oder? Ja. Ich hab unten aufgemacht. Guten Tag. Ist hier überhaupt irgendwas? Ja. Schnur. Ja, ab und zu. Da ein paar. Aber nicht alle. Müsli-Riegel. Mm. So, dann müssen wir zum anderen Container. Was liegt da? Ja, Buhu. Liegt auch noch was. Wow, Nagelbrett. So, anderer Container ist da vorne. Hier gibt's eine. Warte. Kann man da rüber rutschen? Nee, okay. Schön, ey. Explosion. Ist gerade eigentlich Nacht, bekommen wir doppelt XP? Nee, ist nicht. Nur Unwetter. So, für euch. Doppelexplosion. Liegen bleiben. So. Ja, der Doktor kommt zu Besuch. Ja. Hinlegen. Hat gesagt, hinlegen. Darüber, ne? So, ich freue mich schon. Ich bin gleich Level 24. Kraftschiffe, hier ist noch eine Kiste. Die sind so lootgeil, das kann man einfach nicht verleugnen. Nimm dir, nimm dir. Wieder weggeflogen ist. Hier ist eine weiße Kiste. Ja. Hi. Aha. Sandro. Bin ich geil? Ich trete dich. So, bitte was Goldenes. Goldenes Loot und goldenes. Nee, oh. Blaue Machete. Okay. Blau. Aber ich habe alles belegt für. Hier hinten ist noch so ein Container. Der hier. Alles, was weiß auf der Map angezeigt ist, kann man begehen. Ist mir vorhin aufgefallen. Also der hier. Kann man den Kran hochklettern? Kann man den aufmachen? Warte mal kurz. Nee, kann man nicht. Hinlegen. Dankeschön. Kommt man hier? Oder ist es der hier, der gemeint ist, den man begehen kann? Irgendeinen kann man begehen hier. Irgendeines. Kann man den Kran hochklettern? Wozu? Weiß nicht, würde ich gern. Bestimmt. Nee, da ist ein Stacheldraht drumherum. Haben sich die Entwickler aber sehr schön ausgedacht. Aber da ist ein Leiter drinnen. Achso. Egal. Ich kann mich da nicht hochziehen. Ich bin noch mitfallen. Still alive. Ich nehme eine Abkürzung. Oh, ne? Guten Hunger. Ich gehe hier lang. So, dann lass uns mal hier alles durchsuchen. Ja, ist wieder ein. Oh. Dreck. Dieses Pack schon wieder. Zwei Stück. Zwei von diesen Runnern. Diese fetten Typen mit ihren Rüstungen. Ja, pack deine Dinger aus und dann. Schnellfeuer oder Schrotflinte? Pass auf, die schmeißen, ne? Pass auf! Ja. Brauch grad mein Gedanke. Alter Junge. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Lachst du zu mir?
Warte, nee, jetzt nicht. Oh shit, der hat das Explosionsfach hochgetriggert. Ich muss mich mal ganz kurz heilen. Ist der tot? Ich hab jetzt die Servo umgebracht. Was? Nee, der lebt noch. Ja, weg. Yo. Der gesessen. Ah, er ist tot. Ja, genau, mit dem Stein direkt vor ihm. Warte. Warte. Oh oh. Hab ihn. Oh, heil mich bitte. Ja. Oh. Das war's Lilanes. Was hat der? Wie kann man das vorher sehen? Scannen oder? Wird man angezeigt hier. Nö, der hat nur 400 Dollar, der hier. So, 700 Damage, 600 Damage, weg damit, weg damit, 600 Damage, weg damit, nice. 600 Damage, weg damit, schön, weg damit, ihrer Säbel 500 Damage nur, weg damit, okay, gut, ich habe eine Kamo-Machete, die macht auch nur 700. Die Hochleistungsmachete, die würde ich gerne modifizieren. So, ich schaue da mal hier rein. Ich wechsle mal die Waffe kurz mit Polizeigewehr. Reaper fragt gerade, wie viel Prozent wir ungefähr haben. 80 von der Story. Wow. Nicht schlecht. Wieso? Ich bin mit 50 angefangen. Ja, hallo, ich hab doch gesagt, eine Hauptmission gibt ungefähr so um die 5-7%. Wo bist du eigentlich? Kommt man hier irgendwo rein? Ich hab einen Tenner durchsucht. Kommt man da irgendwo rein? Ja, oben. Ach, oben. Also hier warst du schon drin. Nee. Okay. Im hintersten war ich drin. Da wo du jetzt rein bist, war ich noch nicht drin. Okay. Wie beschreibt Lel? Lel, hier ist eine Kiste, ne? Kiki. Goldene. Doppelläufige Schrotflinte in Blau liegt hier. Zugangskarte, jawohl. Hab sie. Endlich. Aber lass uns noch die anderen Container durchsuchen. Savvy. Die Schlüsselkarte. Super. Auf zum Umspannwerk. Es ist ganz in der Nähe der Antenne, innerhalb der Umzäunung. Benutze die Karte, um hineinzukommen. Moll. So, in welchem Container waren wir jetzt noch nicht? Also ich war noch nicht auf dem hier in der Mitte. Kann man nicht rein. Ach, schade. Dem ist eigentlich wieder in neue Maps sind wir jetzt wieder. Cool. Was, neue Map? Das ist eine neue Map hier. Ach so, nördlicher Teil von der Map. Achso, ne, das ist eine ganz neue Map, hast recht. Kann es sein, dass es das jetzt die Endmap ist? Die könnte allerletzte? Sein. Hier das kann man, glaube ich, Auto fahren. Finale? Auto fahren? Auto fahren. Echt? Hier kann man endlich mal Auto fahren? Ich denke, es gibt zumindest Errungenschaften damit. Den habe ich ja mal sauber durchtrennt, ey. Einmal quer durch. Ah, I see what you did there. Einmal längs. Wow. Hinlegen. Neue Kraftstufe 24. Nice. Jawohl. Jetzt bist du eigentlich das legendäre Teil da. Ne? Also. Vorsicht, ich schieße auf das Fass. Ah, Explosionsviech, Explosionsviech. Neben dir. Naja, macht nichts. Wow. Das war schlimmer. Die Explosion gerade war schlimmer. Neuling Legendenstufe. Cool. Neben dir. Ja. Lock ihn mal hierher. Schön den Kopf ballern, kein Penner. Ist tot. Noch irgendwo so ein Explosionsviech? Ne, da ist ein Spucker. Da ist noch ein Spucker. Jetzt hast du auch so ein Zeichen dran. Pass auf, Explosionsviech. Das hat's zerbröselt. So. Schon tot, alles klar. Yo. Spucker! Spucki! Spucki ist tot. So, ich entschärfe mal hier alle Fässer. So, Feuer. Savvy, ich bin drin. Hier ist eine Kiste. Okay, ah. Blau, Gold, Weiß. Gold. Okay. Ah. Aber die weißen Kisten sind die besten. Ich drücke. Oh, scheiße. Oh. Oh.
Oh, guck mal an hier, Mensch. Ach, hallo. Guten Tag. Dich. Mensch. Pinata, warte. Ach, oh, es geht nicht. Schade. Kann man den losschneiden? Ist ja unmenschlich. So. Gut. Einmal hier. Es kommt dann gleich Grande Finale. Na, geh mal aus dem Weg hier. Ich will hier durch. Alter, das ist... Du bist im Weg. Fertig. Versuch mal aus der Tür rauszugehen. Der blockiert dich volle Kanne. Geh weg. So. Komm mal hier rein. Ist hier ein Eingang? Hm. Ich glaube, die Stelle habe ich schon mal bei Pizmeet gesehen. Die haben das ziemlich schnell durchgespielt. Die haben, glaube ich, nur die Hauptstory gespielt. Okay. Also ich habe nur die Stelle hier gesehen, wie sie genau hier unten standen und voll verkackt haben. So. Ich kenn's noch nicht. Naja, die muss dann hier hochklettern. Zur Spitze. Kein Problem. Aber... Irgendwie hier hoch, ne? Komm nicht hoch, warte. Oh Scheiße, das Kabel ist gerissen. Bist du? Das kann doch wohl nicht wahr sein! Bricht der jetzt zusammen? Ich bekomme hier Damage. Ja, das sind die Flitzer. Oh, ich bin runtergefallen. Vorsicht hinter dir! Weg, 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 weg! La grande Explosion. Hihi. Geil. Wow, das war ja voll. Kommen wir jetzt hier hoch oder? Ja, die Frage ist, wie kommt man da hoch? Warte, ich habe eine Idee. Komm mal mit. Ja, da will noch kurz eine was ansagen. Aha. Kann ich da rüber springen von hier? Schau mich an. Ich bin wie ein Äffchen. Wie ein geiles Äffchen. Nein, geht nicht. Okay. Ibex wieder vertan. Ja, okay, der Weg ist sehr viel einfacher. Jo. Warte. Ach, hier. Okay. Dün, 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 dün. Warte, 80%. Alles klar. Dahin. Dann einmal die Treppe nehmen. Dann nochmal die Treppe nehmen. Oh, die ist hier abgebrochen. Innen rein. Kommt man irgendwo innen rein? Kann man da rüber springen, da oben? Nee, nicht direkt. Warte. Ich schau grad. Weil hier drin ist wieder so ein Gestänge. Schnösel. Warte mal kurz. Nee, das geht nicht auf. Hier außen ist was dran. Nee, da kann man glaube ich nicht klettern. Das habe ich vorhin probiert. An den Dingern kann man nicht klettern. Rüberspringen geht auch nicht. Warum haben wir eigentlich keinen Wurfhaken zur Verfügung? Keine Ahnung. Mit den Dingern hier? Eine Sperre drumrum. Okay, also schon hier hoch. Ich schau grad. Nur keine Eile. Oh ja, ich will ja nicht runterfallen. Was? Da oben ist so ein Geländer über uns, das ist das Graue. Komm mal daran. Nee, keine Chance. Schauen wir nochmal innen rein. Ja, wollte ich auch gerade. Warte, ich habe noch Fertigkeiten. Kampf. Ja, Extremkämpfer. Kraftstufe 24. Sie werden zum besten Kämpfer der Quarantäne, sondern sie können kämpfen, ohne je müde zu werden. Nice. Und was sind da rechts für Fertigkeiten? Über den Legendenbaum können Sie die Werte Ihres Charakters immens verbessern. Um den Erfahrungszugs zu erhöhen, können Sie auf dem Schwierigkeitsgrad Albtraum spielen. Okay.
Was? Bogenfertigkeit? Was? Plus 40% Schaden. Nice. Ja. 40%? Ja, dann hau rein. Explosionspfeile, sagst. Aber ich kann auch nicht. Ich bin auch Stufe 1 erst. Oder erhöht der Schaden mit Schusswaffen. Ja, das ist aber dann nur 10%, glaube ich, stand da nur. Da unten steht bei der Way noch ein Zombie, warte. Und tschüss. Kann ich dann das? Ah. Jo. Das nächste ist schon plus 80% Schaden mit dem Bogen. Stell dir jetzt mal vor, du schießt da mit einem Explosionspfeil. Dann sind die Viecher sofort Matsche. Ja, wie kommt man da hin? Geil. Hm. Willkommen im Late Game, meine Damen und Herren. Okay, so kommt man da echt nicht rüber. Ich habe gerade probiert, rüber zu springen. Ha! Geht nicht. Es sei denn... Warte, wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin tot. Ich komme! Hi! Na, wie geht's dir so? Warte, ich halte dich gleich. Jetzt besser. So, wo waren wir jetzt? Hier hochklettern. So. Oh, kann man ab hier innen drin klettern? Ja, ab hier kann man innen drin klettern. Bleib mal drin im Turm. Ja, ab hier ist ja klar. Ja. So kommt man dran vorbei. Ach so. Was war denn außen? Müll. Oder ist hier drin zu? Ich schau grad. Halt dich fest, Junge. Halt dich fest, Junge. So. Kommt man hier irgendwo raus? Ich schau grad. Ja, da kommst du zwar ganz nach oben, aber hier oben ist dicht. Kann er sich mal festhalten, der Lappen? Nö, ich rutsche hier mal. Ich glaube, ich weiß. Hier hätte man die Kette auch machen müssen, oder? Jetzt bin ich fast wieder ganz unten, ey. Au, ich bin am Boden. Kannst du mal ganz kurz runterkommen? Ich versuch's. Weißt du, wie das am sichersten geht, runterrutschen, indem du. Ja. Ja. Jetzt habe ich 800 Punkte verloren. Wahrscheinlich bin ich gleich wieder Level 23. Oh, der Tag. Was? 22? Was? 20? 24? So, wo sind wir denn? Oh mein Gott. Hä? Wir sind oben. Wir sind oben gespawnt? Warte. Hä? Geil. Das ist einfach doch Cheaten, oder? Mega. Dann nö. Wir sind einfach geil. YOLO! Na dann, einmal hier. Oh, Alter! Ich bin so ein Idiot. Hast du vergessen, Leertaste zu drücken? Ja. So wie ich gerade. Ich bin gesprintet. Fliegst du auch, oder wie? Nein, ich bin oben. Ich kann dir nicht helfen. Ich bin ganz oben. Nicht mehr in der Zeit schaffe ich's. Mach das. Oh, können wir mal kurz einen Break reinhauen dann gleich? Hast du eine Pizza bekommen? Nimmst du Martin mit zu der Lage. Bleib einfach unten stehen, ich bin schon oben fast. Alles klar. Vielleicht schaffst du es ja doch noch. Jetzt fall ich dann auch runter, kommt dir so entgegen. Hallo! Alles klar, hier oben liegen Leichen. Oh, ich meine, Zombies. Ja, Mensch, das war easy. Was? Ich sing nur die Musik mit. Oh mein Gott, jetzt muss ich außen klettern. Bin ich behindert? Nee, auch innen. Okay. Was? Alter, der klettert da durch, obwohl ich ihm gesagt habe, du sollst einfach nur da hoch. Okay, ich lebe noch. Du lebst noch? Ja. Ich habe ihm gesagt, er soll... Hier, da. Okay. Hallo. So, hier hoch. Das müssen wir eigentlich bei Nacht machen. Es ist doch Nacht. Ja, aber man kriegt nicht doppelte XP.
Alter, scheiße, bin ich hier hoch oben. Alter, ja, guck mir die Stadt an. Sieht doch voll cool aus. Kann ich sehen? Ich bin wie ein Adler. Bist du schon wieder unter mir? Ja. Oh, Alter. Okay, allmählich kriege ich Höhenangst. Natürlich hört es erst zu regnen auf, wenn ich oben angekommen bin. Oh, ich warte auf dich. Reaper schreibt holy fuck im Chat. Leicht hoch. Holy fuck. Ich krieg da auch irgendwie. Ich krieg da jetzt so einen Fußkribbel, wenn ich hier so runterschaue. Kriegst du es auch? Aber man weiß, wenn man runterfällt, muss man neu laden. Guten Tag, soll ich dich blockieren? Gibt's hier eine Fahne? Ich schau gerade. Noch nicht benutzen. Geh mal hier ganz hoch, da geht's auch höher. Ach, stimmt. Alter. Das ist ein bisschen hoch. Hier ist eine Fahne. Genieß den Ausblick, Sandro. Wollen wir wetten, von da kommen dann die Flieger angeschissen? Ich weiß es nicht. Hier aus dem... Doch, bestimmt. Sieht doch schon so. Sprengen denn da? No, könnte sein. Wenn man da oben stolpert, ist man sowas von am Arsch, schreibt Reaper. Nö. Man ist nur Apfelmus. Geht so, ne? Oh. Die Datasette des Todes. An jeden, der mich hören kann. Mein Name ist Kyle Crane und ich sende aus der Quarantänezone in Harran. Oberst Taynor und das Verteidigungsministerium haben gelogen. Es gibt immer noch Überlebende innerhalb der Stadt. Sie planen, Brandbomben auf Harran abzuwerfen. Sollte dies geschehen, werden Taynor und das Ministerium zu kaltblütigen Mördern. Heilige Scheiße, in der Quarantänezone liegt noch jemand. Hey, hören Sie mich? Verstehen Sie? Hier ist... Ich wusste, es war Schwachsinn. Oh, heilige Scheiße. Das war mal echt knapp. Crane, sind Sie das? Hören Sie mich? Was zum Teufel wollen Sie? Wir geben Ihnen eine Chance, aus diesem Höllenloch zu entkommen. Ach ja, warum sollten Sie das tun? Ich habe nie rausgefunden, wer Ihre blöde Datei hatte. Meine Mission ist hiermit beendet. Vergeben und vergessen, Kyle. Was wir von Ihnen wollen, ist, dass Sie Dr. Zeres Forschungsdaten besorgen und wir schicken Ihnen einen Helikopter, der Sie rausholt. Sie wissen ja, ich kenne den Inhalt der Datei. Ich weiß, dass Sie das Virus missbrauchen wollten. Crane. Oh mein Gott. Sie brauchen das Heilmittel, um Ihren Arsch zu retten. Anders kommen Sie da nicht raus. Sie müssen die Öffentlichkeit überzeugen, dass Sie an einem Heilmittel arbeiten. Das ist eine bösartige Unterstellung, Crane. Bringen Sie uns die Forschungsdaten und alles wird gut. Sie wollen die Daten? Dann warten Sie auf mein verdammtes Zeichen. Sie. Der Verstärker ist installiert. Na, du Stinker. Wenn du die Seilrutsche benutzt, landest du in der Nähe des erwähnten Tunnels. Er führt zurück in die Slums. Den zum Damm? Boah, Höhenangst. Errungenschaft Höhenangst. Ihr Crane, wer ist da? Hier ist Volkan. Ich bin bei den Brüdern. Würden Sie uns bei der Fahrzeugfabrik helfen? Ja, wenn wir rechts hin müssen? Ich gebe Ihnen die Koordinaten. Woo! Warte. Ich komm gleich hin. Schon ein bisschen geil. Ja, da brennt die Hand danach, ey. Nein! Oh, oh. Was? Boah! Ja, Mensch! Ne? Fällt er da eiskalt runter? Wie so ein Kröppel. Treffen Sie Volkan Dahl im angegebenen Bereich. Mensch! Wieder Zombies gespawnt. Bumm! Also, Doppelbumm! Ich nicht. Ich will endlich mein Auto haben. Du willst die Erweiterung mit mir noch spielen, habe ich gehört. Ja. Oh ja. Ah ja, Bogen ausprobieren, by the way. Ja, hier, ne? Die Reaper schreibt gerade bei dem Runterrutschen, die Finger schleifen weiter, während du runterfliegst.
Besser Arm ab als Arm dran. Der Sandro will seinen Bogen jetzt ausprobieren. Das kann ich nicht zulassen. Hier ist ein Auto? Wagen. Ja, und? Schöner Wagen. Der hat sogar Schwarzlicht. Was ist denn hier für eine geile Liebesgrotte? Hey, Sandro. Hey. Ah. Liebesgrotte, ja. Eine richtige Liebesgrotte. Aber da gibt's irgendwas zum Sammeln. Bestimmt, schau mal hier oben. Gehen wir tiefer in die Höhle hinein. Ach, hier gibt's Betten. $19. Oh. Mull. Mathe. Hier geht's echt tiefer in die Höhle. Hallo? Alles Ignoranten! Kommt man echt? Oh, hier kommt man durch. Hey! Hey, hey! Wo zum Fick geht's hier lang? Sandro? Ja, lass mir erst mit dem Typen sprechen. Ich habe etwas gefunden. Was denn? Nichts. Warte. Oder ist es hier eine Grotte? Ja, warte, dann rede ich mit dem Typen, kannst du dich herporten. Schau, was es hier unten gibt, warte. Ich esse. Hier ist nämlich eine Grotte. Hier muss irgendwas sein. Okay, ich port mich. wo ist er denn? Da, Volkandal. Sie sind Volkandal. Und Sie, Mr. Crane, Sie sind ein fähiger Mann. Ich tue, was getan werden muss. Das macht Sie besser als der Durchschnitt. Die beiden sind, ungeachtet dessen, wie Sie sich dargestellt haben, ebenfalls sehr fähig. Auf Ihre Weise. Ein U-Boot? Dann sitzen Sie also auch hier fest. Aber nicht mehr lange. Konnten Sie sich nicht rauskaufen? Die Regierung wusste, dass ich gebissen wurde. Sie sagten, Sie würden mich in irgendeine geheime Quarantänebasis stecken. Das war nichts für mich. Haben Sie das Sonargerät mitgebracht? Nein. Ich habe es hier. Bereit für den Test, Mr. Dahl? Ausgezeichnet. Mr. Crane, wären Sie so freundlich? Warum nicht? Mach's nicht kaputt. Ach, das sind die zwei. Ach, die, okay. Die zwei Brüder. Mach's nicht kaputt, Sandro. Alles Boom. Klar. Brilliant. Testmanöver werden vorbereitet. Ballasttanks geöffnet. Tauchen ab auf 2 Meter. Ein Drittel voraus. Oh, zugucken. Ah, die zocken. No signal. Wow, geil. Du hast ja alles im Griff hier. Mein Glatzkopf. Tja. Zwei Genies bei der Arbeit. Tolga und wie hieß der andere? Gentlemen, ich will wissen, was passiert ist. Es ist explodiert. Es ist explodiert. Das ist deine Schuld. Das ist deine Schuld. Meine? Fatin, genau, Fatin. Du spinnst so. Das stimmt. Fatin, Tolga, ich will Vorschläge. Menschliche Kanonenkugel. Zu gefährlich. Tunnel nach China? Zu viel Buddelei. Jetpack? Ah, ja, ja. Lol. Ich will ein Jetpack. Baut mir ein Jetpack. Bring mal die Säule an und halt leer gedrückt. Was? Ich weiß, dass er dann rutscht. So bin ich nämlich vorne auf den Turm runtergekommen, bis ich die Leertaste losgelassen habe. Ach so. Und dann war ich unter dem Boden. Ja, und gut, du auch. Wir müssen wieder los. Die bauen jetzt die Matte. Wollen wir noch Geister der Vergangenheit abgeben? Komm mal. Alter, wo müssen wir da denn hin? Ah, wieder die andere Map. Oh. Gehen wir erst was essen? Gehen wir erst was essen. Also bleiben wir hier. Komm, also zurück. Komm in die Höhle. Komm in die Liebesgrotte. Wir machen eine kleine Pause. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich, ne? Ciao. Yo.